Unsere Derby-Reise führt uns heute nach Lüneburg. 15. Spieltag in der Landesliga Lüneburg. Ja, und für dieses Duell hier heute müssen wir in der Tabelle ein bisschen weiter nach unten schauen. Tabellenplatz 12 gegen 15. Der MTV Treubund Lüneburg gegen den TSV Badowick. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Sportdirekt wird Ihnen präsentiert von STMB 24, Firepack und Treppenbau Voss. Der 15. Spieltag in der Landesliga Lüneburg ist also hier ein Derby. Der MTV Treubund Lüneburg empfängt den TSV Badowick. Marcel Baumgart ist der Schiedsrichter heute mit seinen Assistenten. Ja, und dann gehen wir rein hier in dieses Derby und schauen auf das erste Highlight. Das hatte es dann gleich mal in sich. 14. Spielminute, Tietje Kerstens ist das, der Captain vom MTV mit Jona Prigge. Das ist Mika Schönke. Schönke wieder auf Prigge und Prigge auf und davor mit dem Ball in die Mitte und dann steht es 1:0. Aber wir schauen aus anderer Perspektive drauf. Der Ball, ja, der geht dann doch vom Fuß eines Badowickers ins Tor und zwar Lukas Kaufmann. 15. Spielminute, also Eigentor und die Führung hier für den MTV Treubund Lüneburg. Blick auf die Gäste, der TSV Badowick, 19. Spielminute mit diesem Eckball von Hamann und dann, Achtung, in der Mitte wird die Kugel zunächst geklärt, aber es kommt dann Hauke Zech, legt ihn nochmal raus auf Hamann, der bringt die Kugel rein, ist aber schwer zu kontrollieren für Tim Kartmann da. Ja, für MTV-Trainer Achim Otte waren es zu viele Fouls in zu gefährlichen Räumen da beim MTV. Und wir schauen auf den nächsten Freistoß. Da steht Zeugner und Hamann. Und Hamann, guter Freistoß mit Aufsetzer. Wir schauen nochmal aus anderer Perspektive drauf. War gar nicht so einfach, aber Jonne Laschka ist zur Stelle. Wieder Badowick, wieder Hamann beim Eckball. Und Achtung, Max Kuhlmann, Kopfball, aber nicht platziert genug. Laschka hat die Kugel. Ja, also in Halbzeit 1 nicht das ganz große Schaulaufen, nicht die ganz großen Highlights. Wir gehen mit einem 1:0 für den MTV in die Halbzeitpause und schauen dann gleich auf Halbzeit Nummer 2 hier. Sportdirekt wird Ihnen präsentiert von STMB 24, Firepack und Treppenbau Voss. So, in der Halbzeitpause, da haben die Zuschauer hier auf dieses kleine Tor beim Wettschießen getroffen. Mal gucken, ob es jetzt gleich bei den großen Toren auch klappt. Das ist Lukas Kaufmann. Ja, Schuhwechsel in der Landesliga. Nein, das wird mit Klebeband erledigt, sieht aber alles ganz geschmeidig aus. Wir gucken auf die erste Aktion, die kommt von den Hausherren, der MTV über Lukas Köln, dann auf Mika Schönke und dann ist die Überzahl da für den MTV Treubund Lüneburg. Und er sieht, genau, Koch auf rechts außen und Koch, der nagelt das Ding dann ganz trocken rein. Blick von der Hintertorkamera, keine Chance da für den Keeper beim TSV Badowick. Moritz Koch, zweites Saisontor und die 2:0-Führung für den MTV in Spielminute 57. Und nur Sekunden später dann gleich das nächste Ding für den MTV. Diesmal ist Moritz Koch derjenige, der die Kugel nach vorne treibt. Und Achtung, am zweiten Pfosten, da steht Jona Prigge, dem ersten im zweiten dann an die Latte Prigge. Noch nicht erfolgreich. Ja, der TSV Badowick und die Freistöße, das kennen wir doch. Das ist der eingewechselte David Schneider am Ball. Schneider, aber auch der war zu hoch. Bisher noch nichts Zählbares hier für die Gäste. Wir springen in die 73. Spielminute, das ist Mika Schönke auf Jona Prigge und jetzt Achtung, das Duell gegen Paul Voss und Schiedsrichter Baumgart entscheidet hier auf Strafstoß. Wir schauen auf die Wiederholung, ja, Paul Voss, der trifft den Ball nicht, nur Prigge, alles in Ordnung. Und dann gibt's, Achtung, Trash Talk hier beim Derby zwischen Liam Bertelsmann und Mika Schönke und dann natürlich, ja, auch noch, Achtung, ein Face-to-Face. Okay, Schluss mit dem Theater. Wir erwarten jetzt den Elfmeter von Mika Schönke. Und der bleibt ganz kalt hier und trifft zum 3:0, 75. Spielminute. Keine Möglichkeit hier, trotz Psychospielchen für den Keeper. Das ist Mika Schönke dann per Salto in Spielminute 75 zum 3:0. Ja, und dann war der Deckel drauf hier in dieser Partie. Aber wir haben noch was. Badowick, die bekamen jetzt auch keinen Raum in Sachen Spielaufbau. Da gibt es den Ballgewinn hier von Nick Hauke. Und Achtung, da kommt wieder Mika Schönke.
auf dem Weg zu seinem Doppelpack. Da hat es nicht viel gefehlt hier für Mika Schönke. Und noch eine Szene für den MTV, das ist Jona Prigge und dann ganz viel Raum für Lukas Kölm. Versucht's per Lupfer, der war nicht hoch genug. Es bleibt beim 3:0. Ja, und der TSV Badovic, Achtung, das ist Kaufmann beim Einwurf und der kriegt die Kugel wieder. Der passt in die Mitte auf Matthias Teugner und der sagt dann auch nochmal Hallo hier, zumindest mal an den Pfosten vom MTV-Tor. Ja, und ob Sie es glauben oder nicht, in der letzten Aktion, dann ist dann der Ball plötzlich noch im Tor. Eigentlich ein schöner Heber, aber Schiedsrichter Baumgart, der entscheidet dann auf Abseits. Also auch dieser Treffer zählt nicht. Am Ende gewinnt der MTV Treubund. Absolut verdient hier dieses Derby mit 3:0. Und es sind Big Points im Tabellenkeller hier für die Lüneburger. Ja, erstmal korrigierter Eindruck oder auch Auftritt von unseren Jungs. Also ich glaube, in den Vorwochen auf jeden Fall verbessert. Intensität, Derby aus meiner Sicht auch angenommen. Allerdings, ja, Torchancen. Also ich glaube, ich habe einen Pfostenschuss auf meiner, vom Zettel stehen. Treubund schaltet dann gut um in den Momenten. Auch 4, 5 Spieler wirklich im Vollsprint über den ganzen Platz. Das fehlt uns vielleicht gerade, diese Bereitschaft, auch das Selbstvertrauen, auch einfach mal zu investieren an dem Punkt, wo es vielleicht selber, wo man denkt, der Sprint bringt jetzt nichts. Genau, ist nicht unser Spiel, dies Umschalten, aber trotzdem das, was Treubund in den Torszenen auf jeden Fall an Intensität hatte, das fehlt uns sicherlich vorne aktuell. Das ist ein langer Prozess. Ne? Also wir haben jetzt am Dienstag ja zusammengesessen, das hat nochmal sehr, sehr gut geholfen und haben heute auch schon gut umgesetzt. Das heißt einfach Stück für Stück uns das hart zu arbeiten und um dann wieder auf die Punkte zu kommen. Und jetzt ist es eine neue Chance in Allerstedt am Freitag, dort einfach genauso präsent, genauso offensiv und Fußball spielen zu wollen. Und dann hoffen wir, dass wir da die nächsten Zähler holen können. Ja, ich denke, es ist immer wichtig, dass wir gerade gegen die Konkurrenz punkten. Ne? Und das ist uns jetzt dann auch heute gegen Badovic gelungen. Letzte Woche konnten wir natürlich auch Big Points gegen Allerstedt holen hier zu Hause. Das ist natürlich nicht der Konkurrent, aber gegen die Konkurrenz ist umso wichtiger, weil dann der Konkurrent bei den Punkten nicht abhaut. Ne? Und das haben wir zuvor hier gegen Ottersberg seinerzeit mit dem Tor ganz spät dann 2-1 nochmal dann liegen lassen. Aber jetzt, glaube ich, haben die Jungs vor allem eine Stabilität gekriegt. Auch das nicht nur der dritte Sieg, sondern auch das dritte Spiel zu null. Und das ist die Basis. Ne? Egal, wo man in der Tabelle steht, die Basis ist defensiv und das machen die Jungs hervorragend. Ja. Nach einer schwierigen ersten Halbzeit für uns haben wir uns dann in der zweiten Halbzeit richtig gut ins Spiel gekämpft. Das 1-0 in der ersten Halbzeit war, denke ich, sehr, sehr wichtig für uns, weil Badovic schon eine verdammt starke Halbzeit gespielt hat. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob es dann mein Tor am Ende war oder ob Lukas Kölm den dann noch auf der Linie reindrückt. Aber ja, ist mir am Ende auch scheißegal. Derby-Sieg ist Derby-Sieg, egal ob man da auf dem Spielbericht steht oder nicht. Ja, also der MTV Treubund Lüneburg gewinnt das Derby mit 3:0 und auch wir sagen herzlichen Glückwunsch zu den nächsten Big Points da unten im Tabellenkeller. Ja, Derbys liegen wohl sportdirekt ein bisschen mehr. 2 Spiele, 7 Tore. Ich glaube, diese Sachen wie Topspiele lassen wir in Zukunft mal weg und konzentrieren uns nur auf Derbys. Wenn auch Sie möchten, dass wir gerne mal bei Ihnen vorbeikommen, dann kontaktieren Sie uns entweder per E-Mail oder gerne auch auf Social Media. Wir sagen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportdirekt wird Ihnen präsentiert von STMB 24, Firepack und Treppenbau Voss.